Hallo und herzlich willkommen zu unserem kurzen Video über die neue Allerbrücke. Wie du vielleicht bereits schon weißt, wurde die Allerbrücke seit Mai 2009 umgebaut. Nun ist sie soweit befahrbar. Durch eine Behelfsbrücke wurde in der Zeit des Abrisses und der des Neuaufbaus der Verkehr entlastet. Mit dem Verein Poretina und den Verkehrsplanern wurde die neue Brücke blindenfreundlich umgestaltet. Durch wechselnde Bodenflächen mit verschiedenen Mustern helfen den Behinderten bei der Orientierung. Außerdem wurden die Fußgängerwege vergrößert. Wir haben gerade Fotos von der neuen Allerbrücke gemacht, da trafen wir zufällig einen Blinden. Die Chance wollten wir natürlich sofort nutzen und deswegen bitteten wir ihn um ein Interview. Ich finde es ganz toll, davor habe ich mich auf dieser Brücke immer ein bisschen verloren gefühlt, weil ich immer nur das laute Rauschen vom Verkehr mitbekommen habe. Ohne Begleitung ist es fast undenkbar für mich gewesen, die Brücke zu überqueren. Es war auf jeden Fall ein guter Schritt im Hinblick auf die Zukunft. Ich weiß nicht genau, ob Celle sich mehr für Behinderte einsetzen sollte, da ich selten ohne Begleitung außer Haus gehe. Trotzdem finde ich, dass Celle eine sehr schöne Stadt ist und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin erst seit 5 Jahren erblindet und wohne schon mein Leben lang in Celle. Die erste Zeit war sehr schwer für mich, aber später habe ich mich mit der Situation abgefunden. Ohne eine Begleitung verliere ich sehr leicht den Orientierungssinn. Daher kann ich nur etwas kürzere Strecken ohne Begleitung gehen.